Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Star Wars Basis Gaming. Wir sind wieder in Empire at War mit dem Fall of the Republic Mod. Wir sind die Hutten und hier ist eine 112er Flotte. Das Problem ist, die fliegen gerade nach Drakenwell. Ich habe eine Menge Schiffe nochmal nach Butana Hutta geschickt. Das heißt, potenziell können wir das Ganze abwehren. Naboo sollten wir theoretisch relativ schnell einnehmen, aber ich würde ganz gerne bereit sein hier... Oh mein Gott, Naboo hat gar nichts. Okay, Drakenwell, ich dachte, die kommen mit einem Secretary, ich dachte, die kommen mit einer richtig fetten Flotte. Und dann jetzt das hier. Das kann ich auf jeden Fall abwehren. Da ist nur die Frage, ob ich es abwehre oder ob ich sie in die Flucht schlage, wenn ich jetzt meine Schiffe hier reinhole. Ich würde sagen Vontor, zwei Karagas und zwei von denen. Ein Fleet Commander, ein Invincible, ein Venator, ein Akklamator und was auch immer das ist. Das ist eine... Von Weitem sieht es wie eine Agave-Fregatte aus, muss ich sagen. Der neuen Republik. Der Vontor darf hier drauf gehen. Komm schon, vernichten hier drüben. Der ist schon Schrott, da wollte ich jetzt noch die Schilde aktivieren, aber naja. Oh, warum fliegt ihr so weit nach vorne? Das ist nicht gut, aber egal, macht mal alle volle Feuerkraft. Alleine mit meinen Verteidigungseinheiten komme ich hier weit. Okay, warte, lass uns die beiden hier mal canceln, nicht, dass die dann doch fliehen. Geht auf die Engines hier bei ihm. Wer weiß, was hier passiert. Der Kuraga darf jetzt auch hier lang. Ich würde sagen, das dürfte auf... Was zur Hölle macht ihr? Ihr solltet eigentlich... Ja, und da fliehen sie. Wer hätte das gedacht? Hier auf die Engines. Ja, ich glaube, das Beste, was ich machen kann, ist hier die Engines weghauen. Ja, hat nicht geklappt. Immerhin den Fleet Commander vernichtet. Und dabei habe ich jetzt nur drei Schiffe reingeholt gehabt, also... Aber egal. Natürlich jetzt ein bisschen blöd, dass meine Flotte nicht die größte ist. Aber deren Flotte ist auch nicht die größte. Mal gucken. Mir fehlt ein Jägerträger und ein Vontor. Wir haben immerhin noch 200 Punkte. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken. Aber Kirima und Naboo einnehmen wäre natürlich schon cool. Dann vielleicht Bomus Corey. Dann Yagdul, dann wäre nämlich auch Malastair sicher. Dann Fondor, dann wäre Bomis Corey sicher. Und dann Bestine, Devoran, Ronyards. Das wäre so die Idee. Wie weit sind wir bei der Crime World? Immer noch 53, okay. Hier sind aber auch keine mehr, die noch rein müssten. Das heißt, als nächstes, wenn wir hier bei Karima fertig sind, erstmal Schmuggler weiterschicken. Und dann gucken, wie es weitergeht. Beginnen wir hier. Und sehen zu, dass wir gerne es hier hinten reinholen. Jägerträger. Warten, dass die Jäger kommen. Jäger reinschicken und dann Dorbulla. Eins, zwei. Leider nur ein Vontor. Du darfst auf jeden Fall hier reinkommen, du darfst hier reinkommen, du darfst hier reinkommen, du darfst hier reinkommen. Du hier lang, du da drauf, ihr beiden, bleibt bei ihm bitte. Boah, das sieht verdammt cool aus. Das sieht richtig, richtig cool aus. Und ihr beiden dürft jetzt auch mal hier drauf. Du darfst auf ihn. Du darfst hier lang. Und übrigens, während wir hier einmal kämpfen, mache ich einmal kurz Werbung. Denn wenn ihr das Spiel hier selber spielen wollt, schaut mal unten in die Videobeschreibung. Da findet ihr einen Link zu MMOGA. Darüber könnt ihr super duper preisgünstig Gamekeys kaufen, wie eben auch für Empire at War. Ist da meistens so um die 5 Euro. Deutlich preisgünstiger als der reguläre Preis auf Steam. Und dann, wenn ihr es darüber kauft, kriegt ihr eine E-Mail mit dem Steam-Key zugeschickt und könnt euch das Ganze dann halt einfach auf Steam
holen und da runterladen. Und wenn ihr das über meinen Link macht, kriege ich auch eine kleine Provision, was mich riesig unterstützt. Vielen Dank, falls ihr das macht. Und damit Werbung Ende. Auf die Aufschlagsraketenwerfer hier. Der Dorbulla hat leider seine Schilde schon verloren. Das ist nicht so gut. Was wir hier natürlich potenziell machen könnten, wäre das Boarding Shot reinholen. Okay, das können wir nur machen, wenn wir Schiffe verlieren, was ich eigentlich nicht will. Aber gut. Und die Frage ist auch, was wir dann hier holen würden mit dem Boarding Shuttle. Aber ich hoffe, dass meine Anti-Jäger-Schiffe jetzt hier ganz gut auf die Jäger gehen können, die Jäger vernichten können. Du vernichtest das. Du vernichtest den. Du darfst einfach mal ein Stück näher kommen. Und ja, muss ich wahrscheinlich... Ich nutze die Dinger relativ selten wirklich als Großkampfschiffe, sondern nur als Jägerträger. Aber dadurch, dass die nur 4 Staffeln mitbringen erstmal, weil da steht 6 Jäger und 4 Bomber, ich habe das Gefühl, es ist weniger als das, sollte ich die für die hohe Punktzahl, 35 Punkte, definitiv auch mehr als normales Großkampfschiff einsetzen. Da muss ich mich dran gewöhnen, dass das definitiv so sein sollte. Ich glaube nicht, dass wir jetzt noch großartig irgendwie Schiffe verlieren. Ich möchte... Oh. Es zumindest nicht. Auch wenn jetzt hier Mika, die hat sehr stark gefährdet ist. Mal gucken. Ich muss sagen, hier dieses Buch, die Geißel, wo Mika das erste und, soweit ich weiß, einzige Mal auftaucht. Das ist mir echt gut im Gedächtnis geblieben. Also auch positiv im Gedächtnis. Nicht nur, dass ich mich gut daran erinnern kann, sondern auch positiv im Gedächtnis geblieben. Das hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Das hier lang, du hier hin. Oh. Den will ich nicht verlieren. Und warum genau fliegst du jetzt hier so wie so ein Verrückter rein? Warum? Warum kannst du hier nicht stehen bleiben? Du darfst hier drauf gehen. Du darfst hier lang. Und du hier mit auf die Peltas. Die ganzen Dings hier. Wartet, wo sind meine... Hab ich da nicht vernichtet? Ne? Nein. Du darfst mal eine Mine droppen, falls die fliehen wollen. Dass ich die ganzen Bodeneinheiten hier noch vernichtet kriege. Hier lang. Du darfst hier drauf gehen. Meine ganzen Jäger bitte auch hier hinten hin. Oh, da sind auch noch Bodeneinheiten hier drüben scheinbar. Der Vontor nimmt sich bitte die Schiffswerft und damit sieht das hier bei Kirima, glaube ich, ganz gut aus. Yes, sehr schön. Und ich muss sagen, klar, man merkt, die greifen jetzt ein bisschen mehr an, ein bisschen häufiger an. Das ist die Flotte, die da geflohen ist. Gut, haben wir zeitlich relativ gut gemacht. Das ist definitiv nicht schlimm. Diese Flotte, die sollten wir ohne Verluste relativ leicht hinkriegen. Und vor allem kann die nicht fliehen, weil wir hier Dings haben. Greift hier an. Und wo seid ihr? Du holst meine Mine raus. Du darfst angreifen. Du darfst auch ein Stückchen näher ran. Du darfst abhauen hier nach hinten. Das ist zu gefährlich für dich. Du darfst ein Stück mitkommen. Du darfst ihn verteidigen. Ihr dürft ihn verteidigen. Das Enter-Shuttle, ja, das könnte man natürlich jetzt mal hier das hat eine Zeit lang Unbesiegbarkeit. Die Frage ist, das ist boardable, das heißt, der Minator wäre boardable, aber dieses Enter-Shuttle zum Minator hinkriegen und den Minator dann am Leben lassen, das ist, glaube ich, relativ schwierig. Aber wir haben es bisher noch nicht genutzt, deswegen sollten wir mal gucken, ob wir das nutzen könnten. Komm schon. Flieg näher, flieg näher, flieg näher. Du darfst mal stehen bleiben. Du darfst auf den Invincible Dreadnought. Flieg schneller! Oh. Oh. Wir verlieren ihn. Da kann ich wahrscheinlich nicht mehr viel gegen machen. Werft euch vor ihn, dass er das überlebt.
Und er hat es nicht überlebt. Schade, schade, Schokolade. Ups. Boarding Shuttle kann in die Richtung. Aber gut. Es ist sehr schade, dass wir jetzt hier so einen Helden verloren haben. Mach deine Unbesiegbarkeit bitte. Du gehst hier drauf. Du gehst hier mit drauf. Und du bist jetzt nah genug. Versuch zu entern. Ich weiß nicht, wen du enterst. Eliminator. Dann versuchen wir hier den Rest zu vernichten. Hat das nicht geklappt? Das hat nicht geklappt. Oh je. Oh na. Das war mein Boarding Shuttle. Viel verloren in dieser Schlacht, aber gut. Dann vernichten. Und das kostet Schiff-Crews. Das ist interessant. Aber gut, wir haben gewonnen. Ist schade um den Helden. Schade ums Enter-Shuttle. Aber der Luftraum über Kirima ist jetzt unser. Kommt nach Naboo bitte. Ihr ebenfalls nach Naboo. Und wir haben hier unsere Dings nach Anaxis, nach Carida, nach Corsin bitte, ups, nach Sereno, nach Dantooine, Heavy Factories, das können wir auf jeden Fall machen. Lass uns mal bei Iriadu, können wir gar nichts bauen, aber hier können wir Heavy Factory 2 Stück und hier bei Malastare ebenfalls 2 Heavy Factories. Dich können wir nochmal nach Corsin schicken. Hallo? Dich können wir nach Magito. Warum kann ich den nicht nach Magito schicken? Lass ihn bitte nach Magito fliegen. Danke. Das hoffe ich. Einer nach anderen. Einer nach Carida nochmal. Dann müssten wir bei 10 sein. Oh nein, jetzt kommen sie noch Malastare. Das ist nicht gut. Da sind wir noch nicht vorbereitet. Wie sieht das mit meinen Bodeneinheiten aus bei Naboo? Sind noch nicht die von hier drüben angekommen, ne? Wenn ich das richtig sehe. Lasst uns die Flotte einmal kurz, damit wir komplett bombardieren können. Bei Malastare habe ich bisher so wenig. Das ist echt uncool. Die Map ist groß. Was ist das für eine Naboo-Map? Die ist neu, oder nicht? Das ist nicht die Naboo-Map, die ich kenne. Kommt da auch ein ATTE? Hier. ATTE, aber erst bei Ära 3 bis 5. Oh, wir sind schon in Ära 5, okay. Damit ist es klar. Oh, jetzt dürfte es auch nicht mehr lange dauern, bis wir in Richtung Imperium gehen. Aber ich frage mich gerade so ein bisschen. Ich habe die doch hier von Gamor in die Richtung geholt, oder? Wo sind diese Bodeneinheiten abgeblieben? Müssen noch mehr sein. Ah, nein, okay, es sind die Bodeneinheiten. Wir haben auch 32 Infanterie-Leute. Okay. Hier haben wir noch genug. Hier können wir noch ein bisschen was bauen. Und hier bei Nalhutta können auf jeden Fall Karaga und Vontor einmal weg. Und nochmal ein paar von denen und ein Boarding Shuttle. Und dann haben wir auch schon kein Geld mehr. Naboo. Sehen wir zu, wie Naboo hier fallen wir du. Damit wir weiter reimen können. Und hier gibt es sogar Kadu als Tiere. Interessante Map. Das Wasser sieht hässlich aus, aber oh, wie cool ist das denn? Da fliegt sogar ein N1-Sternjäger. Okay, das ist schon verdammt cool hier mit der. Oh mein Gott. Die Map ist aber mal sowas von neu. Hier sind die Sümpfe der Gangens. Ey, wie cool ist diese Map, bitte? Vor allem, dass dann es hätte hier einfach enden können, diese Map. Man kann hier auch nicht weitergehen. Aber einfach, dass hier der Wasserfall dann ist und man von außen hier so drauf gucken kann, dieser Spaceport, den man in Episode 2 sieht. Das ist die Moldy Crow, eine Slave One. Wenn ihr wisst, was die Moldy Crow für ein Raumschiff ist, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Und was das hier für ein Raumschiff ist und das. Sehr, sehr interessante Sachen.
Finde ich cool. Finde ich richtig, richtig cool gemacht. Aber gut, ich kann es jetzt bewundern, wie ich will. Wir müssen hier gewinnen. Ich nehme jetzt schon Flugeinheiten, weil die Map sehr, sehr groß aussieht. Und vielleicht einmal das hier, dass wir unsere Infanterieeinheiten ein bisschen besser bewegen können. Setzt euch hier rein. Einmal hier lang fliegen, dass ihr da auf der sicheren Seite seid. Ja, das werden Gungans sein, ne? Die hier spawnen. Da habe ich keinen Bock drauf, dass die mir in den Rücken fallen. Deswegen. Oh, hey, wie viele von diesen Tieren haben die hier? Ziemlich, ziemlich cool. Vielleicht müsste ich über Naboo auch mal so ein eigenes Video machen, so. Über die Landschaften und Flora und Fauna von Naboo. Ich glaube, das könnte ganz cool sein. Ich glaube, über die Tiere kennen wir eine Menge. Definitiv Naboo und Tatooine wären da reif mal. Bisher habe ich das ja nur über Kashyyyk gemacht. Aber ich glaube, als nächstes Naboo fände ich sehr, sehr cool. So, jetzt hier rüberfliegen, mal gucken. Das wird wahrscheinlich von den Gungans eingenommen worden sein. Hier die Dingsbums hier. Okay, die Klone sind auch schon da. AT-RTs und andere Sachen. Oh, da sind es aber recht früh noch dabei. Ja, da ist ein TX-130. Hier lang. Oh, da ist der ATTE. Ich weiß nicht, ob es der gespawnte ist oder der gekaufte, aber da sollten wir mal gucken, dass wir den hier kriegen. Ihr greift hier bitte an. Der ATTE wird von den Flugeinheiten auf jeden Fall vernichtet. Das ist gut. Das ist sehr gut zu wissen. Einer von euch hier lang. Ihr dürft weiter. Und hierhin. Okay, ihr müsst alle hier lang. Müsst das bitte einnehmen. Sieht es hier aus. Müsst euch gegen die Gungans behaupten, aber ich würde mal hoffen, dass so dick behäutete Hutten ein bisschen härter drauf sind als so Gungans. Weg mit euch, weg mit euch. Hier lang. Und da drauf. Kommt schon, das müssen wir einnehmen. Das ist gut. Was mir allerdings gerade fehlt, ist mal irgendwo ein Reparaturturm oder so. Lasst uns den hier holen. Oh, das mit dem kaputten ATTE sieht aber schon cool aus, ne? Muss man einfach sagen. Und da ist er weg. Der ATTE. Okay, helft bei dem ULAV bitte mit. Du hier hin. Ein Raketenwerfer bitte. Oh, da unten kommen noch Gungans raus. Das ist nicht gut. Hier runter. Ich dachte, das hätten wir vernichtet, aber gut. Du baust dich mal auf. Einmal hier Banta-Skiffs noch holen. Eine Repair-Station hier reinholen. Aber so viele Leben haben die gar nicht verloren. Meine Flugeinheiten hier. Aber man kann ja trotzdem ein bisschen vorsichtig sein, ne? Boom, boom. Oha, der ist so gut wie Schrott. Dieses Sail Barge. Sollten wir mal gucken, dass wir die ein bisschen sichern. Oh Gott, da sind noch Gungans. Okay, ihr dürft jetzt einfach mal reinfliegen, gucken, was hier los ist. Ah, hier sind auch noch Naboo-Bürger mit dabei. Das ist nicht gut. Macht einen Attack Run auf den ATTE bitte, auf nichts anderes. Und da werden wir jetzt ein paar Flugeinheiten verlieren. Haut nochmal ab, lasst euch hier ein bisschen heilen. Und ja, wie ich gesagt habe, da werden wir ein paar Einheiten verlieren. Die am schlechtesten Leben hatten, sind jetzt weg schon. Das ist ein bisschen schade, aber gut. Vor allem, weil die halt so lange zum Bauen brauchen. Kommt hier hin. Nehmen wir noch so ein paar WLO-Speeder, bitte. Ja, die Klone sind nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut hier. Aber meine Nyctos sind fleißig. Und der Raketenwerfer raketet. Von daher. Fliegt hier lang. Dass wir einmal eine Bombardierung ankündigen können, hier reinholen können. Die Frage ist halt, wie gut die Bombardierung funktionieren wird, aber. Oh, da haben sie wieder so einen Battery Infantry Bunker. Interessant. Schafft ihr den ATT bitte? Kommt, 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 kommt. Weiß nicht so ganz, wo der. Okay, dann gehen wir wohl da drauf. Mit der Bombardierung.
Ihr dürft die Baracken vernichten. Von der Feuerkraft auf die Barackenmitte. Und ihr greift hier weiter an. Die Infanterie kommt bitte mit. Ihr dürft hier weiter hin. Und ihr... Oh, Anti-Schadensturm. Aber die... Warte mal, die N1-Sternjäger greifen hier an, aber man kann die nicht angreifen? Sehe ich das richtig gerade? Kommt schon ein bisschen hier, wenigstens das Sanishos Office. Ja, das ist ein bisschen getroffen, das ist gut. Und ihr dürft jetzt nochmal zurückfliegen, euch heilen lassen. Die Sail Barge ist geheilt, das ist gut. Und ihr alle fahrt jetzt hier schön rein, bitte. Kommt schon. ATTEs werden hier nicht mehr gebaut, das ist gut. Nee. Ihr geht bitte weiter hier mit den anderen rauf. Der ist vernichtet, sehr schön. Und ihr kommt hier runter. Einen lasse ich hier zur Verteidigung, aber ihr kommt bitte auch hier lang. Hier lang. Dass die hier auch Hilfe von den Naboo-Leuten haben, ne? Das ist nervig. Es ergibt Sinn. Lore-mäßig ist es vollkommen in Ordnung, aber es ist trotzdem nervig. Und ein Stück näher. Ihr müsst jetzt hier gucken, dass ihr die Light Factory besiegt, bevor da mehr Einheiten rauskommen. Nope, ihr geht bitte weiter, helft den. Oh, das ist nicht gut. Wir brauchen den hier und wir brauchen vor allem unsere Flugeinheiten weiter. Das sind zu viele Einheiten, gegen die ich gerade noch nicht wirklich was machen kann. Aber ihr dürft die mal hier ärgern gehen. Flugeinheiten kommen und greifen hier weiter an. Nee, ihr geht auf das ULAV da drüben, bitte. Ihr auch auf das ULAV gehen. Und der kommt gleich für die Infanterie. Dann bräuchten wir eigentlich die leichten Banter 2 Skiffs hier. Aber naja. Nicht das, bitte. Anti-Fahrzeugturm hier vernichten und dann nochmal hier drauf. Dass da auf jeden Fall nichts mehr rauskommt. Und dann geht ihr auf das Senators Office, da wird dann auch nichts mehr rauskommen. Du darfst hier drauf gehen. Was mit den WLO-Speedern? Hier lang bitte. Kommt schon. Angriff, Angriff, Angriff. Auf den V-19 Gian Speeder. Und... Okay, wir könnten wieder bombardieren. Die Frage ist, wo drauf? Jetzt auf das Senators Office, finde ich, müssen wir nicht unbedingt. Das haben wir jetzt gleich auch einfach so. Ihr könnt gucken, dass ihr hier drauf geht. Wir können vielleicht denen mit einer Bombardierung gleich ein bisschen helfen. Ihr geht hier lang. Oh mein Gott, das ist immer noch nicht besiegt. Das ist nicht normal. Hier nochmal drauf. Gababumba? Oh mein Gott, da war nichts. Da habe ich mal einen kleinen Fehler begangen. Naja. Hilft nochmal hier mit, auf den Speeder zu gehen. Die Naboo sind echt nervig hier. Muss man ihnen lassen. Die wollen nicht unter der Herrschaft der Hutten sein. Oh nein. Und wir haben jede Menge. Wunderbar. Immer in den letzten Sekunden verliere ich dann noch Einheiten. Das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Flugeinheiten werden mir jetzt hier nicht angezeigt, dass ich sie verloren hätte. Mal gucken, ist das wirklich so? Doch, ich habe zweimal Flugeinheiten verloren. Nervig. Das ist sehr nervig. Gut, ich baue jetzt hier Flugeinheiten nach. Was soll ich machen? Hier bei Nalhutta. Auf jeden Fall einen Wontor noch wegschicken und einen Karaga noch wegschicken. Und eine Marabulla wegschicken. Ah, da ist der Sekita hin. Uh-oh. Ja, da müssen wir fliehen. Ich trinke mal einen Schluck und hoffe einfach, dass wir rechtzeitig dann mit der Flotte da sein können, aber der eine wird nicht reichen, um zwei Sternzerstörer und einen Sekitor auszuschalten. Aber, dass sie jetzt Sternzerstörer haben, ist nicht gut. Venatoren und Akklamatoren sind nervig, weil die sehr viele Jäger rausschicken, aber die kann man besiegen. Sternzerstörer, uff, das wird ouchen. Das wird sehr ouchen. Da müssen wir jetzt definitiv gucken, dass wir hier unsere Produktion höher kriegen. Vielleicht auch, vielleicht nochmal ein Dor Bulla zwischendurch
uns holen, dass wir größere Schiffe haben. Rüber nach Malastair. Oh, die sind schon wieder abgehauen. Okay, das heißt, wir müssen nach Kirima. Rindelia, die Einheiten dürfen hier lang. Ihr könnt nach Malastair kommen und ihr könnt hier nach Kirima fliegen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wie weit ist denn jetzt unser Dingsbums hier? 57. Okay, aber es sind auch noch ein paar Schmuggler unterwegs. Das heißt, eigentlich 63 müsste es bald sein. Aber jetzt gucken wir erstmal einmal Kirima. Hier eine Raumstation hinholen. Na, Buda darf auf jeden Fall eine Raumstation haben. Und Kirima darf eingenommen werden. Wir haben nur zwei von diesen Flugeinheiten. Aber die haben zwar den Schildgenerator, aber ansonsten haben die kaum Sachen, die hier Einheiten produzieren. Deswegen müsste Kirima relativ einfach, relativ schnell einnehmbar sein. Wir haben jetzt so viele Infanterieeinheiten. Lasst uns nochmal ein paar Infanterieeinheiten reinholen. Ihr lauft jetzt alle hier lang. Das heißt, einer von euch darf hier in die Mitte laufen. Whoop, das war mein Kaffee. Und das war nicht das, was ich machen wollte. Da hat mein Kaffee die Leertaste gerückt. Deswegen hier der Film angegangen ist. Ihr hier lang. Ihr hier lang. Ihr hier lang. Und da kriegen wir einfach mehr Infanterieeinheiten noch jetzt. Also dadurch, dass die KI jetzt hier keinen Bock hat scheinbar. Aber kriegen wir hier keine? Mercenary Outfitter. Doch, hier haben wir schon Einheiten. Kommen hier lang. Oh, wartet. Ja, alles. Oh, hier haben sie mich jetzt angegriffen. Aber was machen wir dagegen? Zwei Infanterieeinheiten reinholen. Und hier holen wir noch vier Infanterieeinheiten rein. Das ist so eine typische Map, wo man seine Untergebenen einfach reinwerfen kann. Das hat nicht großartige Konsequenzen. Die kosten nur 180. Wenn davon 10 Einheiten weg sind, haben wir 1800 Credits verloren. Was im Vergleich zu anderen Einheiten, die ich dann sonst potenziell wegwerfen würde, echt wenig ist. Von daher, ihr dürft die von hinten flankieren. Oh, hier ist ja der Power Generator von denen. Das nehme ich in Kauf. Und euer Opfer werde ich auch in Kauf nehmen. Von daher bin ich ein sehr gütiger Huttenherrscher, würde ich mal sagen. Oh, oh, der Anti-Infanterieturm da, der tut weh. Aber naja. Zum Glück sind es meine Untergebenen, die diesen Schmerz fühlen müssen und nicht ich selbst. Und war das ein Repair Depot? Ich werde erklären, warum die hier so lange durchhalten. Gegen meine Infanterieeinheiten. Ihr lauft bitte auch hier weiter. Und immerhin sind die Elite-Söldner hier noch auf dem Weg, uns zu helfen. Oh, jetzt merken sie, oh, die kommen hier irgendwo hin, wo ich nicht will, dass die hinkommen. Ihr dürft hier hinten drauf gehen. Solange ihr, ups, das angreift, ist alles in Ordnung. Ihr jagt die hier bitte. Die Einheiten, die sich zurückziehen wollen. Und damit würde ich mal sagen, haben mein Nikto, Weequay und Klatuiniana genau das gemacht, was sie machen sollen. Das vernichtet. Und jetzt kommen nur noch Einheiten aus dem Senators Office. Okay, vernichtet den. Nehmen die jetzt hier in die Zange. Ihr kommt auch bitte weiter. Das war's. Einfach mal eben mit billigen Infanterieeinheiten, die trotzdem gut Raketenwerfer haben, das Ganze geschafft. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Zurück zur Galaxiskarte. Wir haben zwei verloren. Das heißt 360 Credits verloren. Nice. Sehr, sehr nice. Aber gut, mit einem Blick auf die Uhr würde ich sagen, war es das für heute. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn es hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und damit euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.